Hallo, liebe Kinder. Wir haben uns für die Rückrunde ein bisschen was Lustiges ausgedacht, ja? Was man zu Hause macht. Eine kleine Challenge jeden Monat für ein bisschen Kraft, Ausdauer und Stabilität. Und jetzt im Januar wollen wir anfangen, ein kleines Allround-Paket zu machen. Ihr braucht dafür eigentlich nur einen Boden oder wenn ihr eine Matte habt, eine Stoppuhr und seht auf eine Minute. Geht in die Liegestützposition und startet so einen Counter und macht den einen Armhub einfach. Erstmal nur den rechten, lasst den laufen. Ziel soll jetzt sein, eine Minute das Ganze auf einem Arm zu halten. Ihr könnt anfangen mit 10 Sekunden, 20 Sekunden, 30 Sekunden. Wie gesagt, wir haben den ganzen Monat Zeit und wir wollen am Ende eine Minute auf dem Arm stellen. Ich mache mal jetzt hier die Zeitlupe an. Nee, die Zeitlupe? Nee, den Zeitraffer. Also ich lasse den Zeitraffer laufen. Okay, fertig. Jetzt könnt ihr theoretisch euch mal kurz die Arme ausschütteln. Wieder auf eine Minute einstellen. Und jetzt nehmen wir genau die andere Seite. Achso, jetzt ist eigentlich der rechte Arm. Naja, rechts oder links, eben mit dem, was ihr anfangen wollt, wir wollen auf jeden Fall jeweils den Arm eine Minute machen. Und wieder Start. Und damit ihr jetzt nicht eine Minute zugucken müsst, machen wir hier den Zeitraffer an. Und noch 5, 4, 3, 2, 1. Geschafft. Wieder ausschütteln. Und jetzt hatten wir beide Arme. Jetzt nehmen wir die Beine dran. Also beide Arme draufsetzen. Und dann sieht man das. Also das sieht man gerade. Dreh mich mal um, damit ihr seht. Wir fangen wieder an mit dem rechten Bein. Und los geht's. Und geschafft. In der Zwischenzeit haben hier meine Hasen ein bisschen wandern. Mein Käfig wieder. Und jetzt geht's weiter mit der anderen Seite. Perfekt. Also, jede Übung, am besten eine Minute und dann könnt ihr mal Punkte zusammenrechnen. Wir machen mal 5, 5 Sekunden sind immer ein Punkt, maximal eine Minute. Das heißt, ihr könnt dann eure Punkte zusammenrechnen für alle 4 Übungen. Und die letzte Übung, für die braucht ihr 6. Auch ein bisschen drin. Auf der 6 Klopapierrollen. Hier macht er die Stoppuhr so, dass sie läuft. Wir wollen wissen am Ende, wie viel Zeit habt ihr gebraucht, den Stapel auf die Seite zu kriegen und den Stapel auf diese. Dafür erkläre ich mal ganz langsam. Wieder in die Liegestütze, fangt mit der rechten Hand an, packt die eine Rolle hier hin, wechselt auf die linke rein, hier die Rolle hin, wieder Handwechsel, hier die Rolle hin, wieder Handwechsel, hier die Rolle hin. Jetzt liegen alle 6 Rollen nebeneinander und jetzt hier von außen anfangen, rechte Hand, linke Hand, rechte Hand, linke Hand. Dann seid ihr fertig. Okay? Und einmal noch mit Zeit stoppen, damit wir meine Zeit auch haben. Und los. Jetzt. Rechts. Links. Rechts. Links. Rechts. Links. Und stopp. Sieht man es? Weiß nicht. 13 Sekunden.
Ich habe 13 Sekunden gebraucht. Mal sehen, wie viel ihr braucht. Ich wünsche euch viel Spaß mit der Januar-Challenge. Euer Tommy. Tschüss.